Yo! It is back! Wir sind wieder da! Bayern München! Karrieremodus! Neue Aufnahmesession! Heute spielen wir gegen Eintracht Frankfurt. Wir haben noch 7 Ligaspiele bei uns. Hier sehen wir unsere Startaufstellung. Thomas Müller setzt heute einmal aus. Dafür spielt Mario Götze, der gefragt hat, ob er spielen darf. Und ich habe heute mal den Ton ein bisschen lauter gestellt. Ein bisschen, ich habe ihn gut lauter gestellt eigentlich. Deswegen dürfte ich jetzt nicht mehr ultra laut sein als das Spiel. Hoffe ich zumindest. Hier sehen wir Torfabrik. Den Schiedsrichter Harald. Irgendwas. Da sind wir die Bayern-Fans. In der Südkurve. Und das ist mein Thumbnail. Auf geht's. Lang nicht mehr mit einer guten Mannschaft. Naja, ich habe derzeit immer nur mit den Bolton Wanderers gespielt halt. Immer noch im Karrieremodus. Da ist das hier schon eine Umstellung. Mit einer deutlich besseren Mannschaft zu spielen. Mit deutlich besseren Spielern. Und direkt mal den Ball abgefangen von Toni Kroos. Geht dann direkt mal hier los. Götze. Costa und einen Elfer gibt es dafür nicht, weil es Ball gespielt war. Weiter Ball nach vorne und der geht aus. Den Hammer. Costa. Costa. Mit Lewandowski und wieder Costa. Unten ist Götze. Im Rückraum ist Lewandowski! Vorbei! Erste Chance. Schön rausgespielt. Oh, da war Bale unten komplett frei und ich habe es nicht gesehen. Oh Mann, ey. Bin ich ein Egoist. Benatia und Costa. Und Costa. Wieder über seine starke linke Seite. Jetzt aber die Flanke und da ist Götze. Aber da ist auch Oczipka. Und da ist irgend so ein Torwart. Lahm. Groß, oben Costa. Hinter ihm Alaba. Wieder Groß. Lewandowski, Götze und Bale! Was ein Auftakt! Was ein Schuss! Was ein Tor! Eine traumhafte Kombination und ein Volley-Abschluss hämmert er das Ding rein. Hammer! Groß, Lewandowski, Götze, der luft das Ding da, aber kein Frankfurter, der auf Bale aufgepasst hat. Und der mit seinem etwas schwächeren Rechten nimmt das Ding so perfekt, Volley, passt ins lange Eck. Keine Chance, der Frankfurter macht den Schritt zu weit nach links. Und dann zappelt das Ding drin. Und die Frisur ist es bei Bale. Das ist sein drittes Tor. Hat er gegen Bremen Doppelpack geschossen. Jetzt macht er hier sein nächstes. Er lebt langsam ein. Braucht nur ein bisschen Eingewöhnungszeit und dann ist er auch da. Oh. Die Frankfurter hinten rum. Abraham. Hasebe. Hasebe gegen Groß. Und weiter. Stendera. Flum. Hasebe gegen Groß. Diesmal gewinnt Groß. Und weiter. Vidal. Götze. Götze Lewandowski. Das war aber nichts. Schön gemacht. Lahm. Groß. Vidal und Costa. Vorbei. Schade. Guter Versuch des Brasilianers. Oh. Fehler. Alaba. Gute Flanke Richtung Lewandowski. Der wird länger und länger und länger und geht vorbei. Abstoß. Oh, wir gewinnen jedes Kopfballduell. Das ist so krass.
Und jetzt haben wir hier Costa, Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Maestro, Hidal, abgefälscht, Ecke. Bring mal normal rein, Götze mit der Ecke. Bale mit dem nächsten, hier ist abgefälscht, Torwart ist schon geflogen. Bale! Oh, der Torwart hat schon wieder nicht reagiert. Glückliche 1:0-Führung aus Frankfurter Sicht. Und schlechte Chancenverwertung aus unserer Sicht. Ja, ich sollte mal Pressing einstellen. Und da wirkt's. Groß! 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 Toni Groß! Was ein Schuss! Da bringt er die 75.000 außer Rand und Band! Perfekt! Der Torwart war schlecht gestanden. Oh, bisschen zu weit vom Tor, bisschen zu weit links. Und dieser Schuss sitzt einfach perfekt. Das ist die Weltklasse von Toni Kroos. Drittes Saisontor schon. Und alle waren außer Distanz. So wie es sich von Toni Kroos ausgehört. Der hat sich richtig krass eingelebt von Anfang an. Hat in seinem Debütspiel direkt sein erstes Tor gemacht gegen Wolfsburg. Der Mann wird noch besser von Spiel zu Spiel. Reinhards, der von Leverkusen zu Frankfurt gewechselt ist im Sommer. Und Alaba. Und Lewandowski. Ja. Und Halbzeit 2:0, zwei Traumtore. Beide mit dem rechten Fuß geschossen und beide aus ungefähr derselben Position. Obwohl Großheinz ein bisschen weiter weg war. Und Götze wird, denke ich mal, bald für Müller ausgewechselt. Oh, Bale, Fehlpass. Jetzt spielen sie Frankfurter wieder hinten rum. Und das kann ganz gefährlich werden, wie wir gesehen haben, vor dem Tor von Groß. Der Fehler, der dann zum Tor von Groß geführt hat. Oh, jetzt ein Fehler von uns. Lahm. Mit dem Kopfballspiel riskant, sehr riskant. Die Frankfurter bleiben im Ballbesitz. Stendera. Flum. Und Costa. Und Costa, ah. Da stehen sie dann noch mit 4 Mann hinten drin. Gehen nicht aufs Ehrentor, auf den Anschlusstreffer oder sonst irgendwas. Das ist ein Foul. Götze sieht oben. Ja, Groß und hat jetzt auch den Ball auf Umwegen. Und das war ein Missverständnis. Das war auch ein Missverständnis. Da hat der Schiedsrichter den mal weggeschubst. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, dann hält er den und das ist das Tor. 3:0 Götze. Das Tor gehört aber zu 90% Costa. Wow. Dieser Trick. Und das da war Glück. Das da war Pech. Und das da war auch Glück. Schön. Aus dem Winkel musst du erstmal treffen. So, und jetzt ist es noch Zeit. Ups. Das wollte ich nicht. So. Mal noch den Thiago und Steinhardt kommt noch rein. So. Dreier Substitutions. Oh nein. Oh gut. Ich dachte gerade unten der Bug. Steinhardt zu Costa, der verliert aber den Ball. Na? Jawohl, der geht's aus. Einwurf. Müller. Lewandowski. Bale. Bale.
Und da ist Dreck Müller. Und eine Riesenparade von Lindner. Der Eckball kommt. Gut. Da kommt Costa. Oder ja, Costa war es aus dem Hintergrund. Aber keine Gefahr. Boateng. Oh, auf Umwegen. Bale. Richtung Müller und Einwurf. Costa. War da noch einer dran? Ja, Ecke. Ecke kommt. Gut, Lewandowski. Oder? Wer war's? Nee, Lahm. Was macht der denn im Strafraum? Naja. Steinhardt. Boateng. Thiago. Bale. Bale. Lewandowski ist da! Boah, Lindner. Klärt das irgendwie. Und? Ne, Thiago kriegt den Ball nicht. Das war ein Fehler. Den hätte ich nicht machen dürfen. Müller. Easy. Ganz einfach ausgespielt. Das war ein geschenktes Tor. Da wollte ich auf ganz sicher gehen, dass der Ball auch reingeht. Deswegen habe ich mal extra lang gewartet. Eigentlich dachte ich, unten kommt noch Costa angelaufen oder Lewandowski läuft hier unten frei. Aber dann machen wir es halt so. Müller wollte damit seine Führung aus in der Torschützenliste. Müssen jetzt 17 oder 18 sein. 18, ja. Sehr gut. Von der Einwechselbank macht dann auch noch rein. Schön gemacht. Müller. Da unten ist noch Costa, den kriegt er noch. Nicht. Dafür holt er sich den so. Oh. 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 Mann. Schade. Es laufen die letzten paar Minuten. Oh, Stendera nochmal und Steinhardt. Bale, jawohl. Weiter zu Müller. Bale. Ab. Ah, da blockt er den weg. Müller, das dürfte nochmal eine gelbe geben. Wenn dann. Jo. Da ist es vorbei. 4-0. Geht's aus. In der Allianz Arena. Tor durch Bale. Kroos. Götze. Und Müller. Sehr nice. Eine gute Premiere für mich. Nach einer Woche Pause in FIFA. 4-0. Ist immer ganz gut. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Bayern gegen Stuttgart, ne? Müsste es sein? Ich glaube. Auf jeden Fall. Tschüss.